Freunde, willkommen zu einem neuen Video von Basement 45. Heute wieder mal mit The Liechtenstein Tapes. Und was soll ich sagen, sie sind da. Nach dem letzten Video über das geniale Album der Fantas haben sich verschiedene Leute bei mir gemeldet. Ich habe das Tonstudio angeschrieben. Ich habe versucht, sämtliche Wege zu gehen. Ich habe es geschafft. Das Management der Fantas hat mir geantwortet. Super, vielen Dank dafür. Auch die Fantas sind super nett. Ich habe nämlich 10 unterschriebene Platten für den Laden angefragt. Normalerweise machen die das nicht. Das hieß die Antwort, wir verkaufen keine signierten Platten. Irgendwie war da eine Idee geboren. Und ich habe sie nach einigen Wochen Wartezeit jetzt bekommen. Das ist die limitierte Edition auf 1000 Stück. Ich zeige euch das alles gleich nochmal. Aber nur um euch das mal so zu sagen, so zu zeigen, so sehen die unterschriebenen Platten der Fantas aus. Warum habe ich sie bekommen? Ich habe versprochen oder musste versprechen, eigentlich musste ich es nicht, aber ich habe versprochen, die werden nicht im Internet gehandelt. Sie werden nicht verschickt, kein eBay, sonstiges, die gibt es nur im Laden zu einem vernünftigen Kurs, keine horrenden Preise, auch dazu sage ich gleich noch was. Wie kommen sie bei euch an? Also erstmal ein fettes Dankeschön an die Fantas, dass ihr das gemacht habt, an das Management, dass das möglich gemacht habt. Diese Cover, die Schallplatten viermal quer durch Deutschland zu schicken. Die Jungs wohnen nämlich hier überall verteilt. Und ja, es ist letzte Woche angekommen. Super, super, genial. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, am Laden werden die richtigen Fans stehen, um sich die dann abzuholen. Aber dazu gleich noch mehr. Entschuldigung. Wie kommen die Platten bei euch an? Also erstmal packe ich sie in so eine Hülle als Schutz. Da drin sind sie in einem resealable Außenhülle. Einfach nur um meine, das ist jetzt meine Kopie. Ich fasse die für euch nicht so viel an, keine Sorge. Aber einfach um die zu schützen vor Fingerprints, vor Fettfingern. Ich habe jede einzelne Platte gewaschen. Schaut mal. So sieht das Ganze jetzt in echt aus. Das Cover und das super Artwork kennt ihr schon. Sind die gleichen Songs. Zu der Qualität kann ich sagen, es ist die gleiche Qualität der Pressung. Es ist derselbe Sound. Da hat sich absolut nichts geändert. Keine Sorge. Wir haben auch dieselben Inlays. Also auch da, die Cover hatten die wahrscheinlich schon. So sieht das Vinyl aus und so kommt es auch von mir. Alle Schallplatten sind von mir gewaschen, in Master Sleeves gelegt worden, damit da auch wirklich gar nichts kaputt geht, gar nichts schief geht. Hier habt ihr das wunderschöne Vinyl. Ich finde es wirklich schön, es ist absolut eben. Schaut mal. Es ist schon schön, es sieht schon wirklich gut aus. Ist eine schöne Idee gewesen, das nachzupressen. Edel hat mich auch angeschrieben, mit dem Andrang hätten die gar nicht gerechnet. Das ist auch einem Video von mir zuzuschreiben. Also auch da vielen Dank, aber gute Produkte soll man hervorheben, absolut. Und dann sind die auf die Idee gekommen, da nochmal 1000 Stück von dieser wunderschönen Edition nachzupressen. So, die sind dann alle gewaschen, wie gesagt, alle in den Innenhüllen, damit nichts schief geht. Hier seht ihr die Aufkleber, die die Edition bis auf das Vinyl auch zu der Edition macht. Jede Vinyl ein Unikat, limitierte farbige Auflage, Nummer 0009 von 1000 Exemplaren. Ich habe sie gehört, ich habe sie gecheckt, es ist alles safe. Also könnt ihr beruhigt kaufen. So, da nochmal die zweite Platte. Die Fantas haben in dem Shop schon seit Freitag können die schon gekauft werden. Ich glaube, die sind da schon ausverkauft, wie ich es da gesehen habe. Ich habe online mal geguckt. Jeder andere Händler darf am Freitag nachziehen. Ich weiß nicht, ob es die schon aus dem Ausverkauf raus sind oder schon ausverkauft sind oder erst am Freitag da gedroppt werden. Keine Ahnung.
Wichtig für euch, 10 Exemplare habe ich, 9 kommen in den Laden. Es sei mir verziehen, eine behalte ich mir. 9 kommen in den Laden am Samstag, am den jetzt kommenden Samstag. Das dürfte der 11. sein. Am 10., auf jeden Fall am Freitag, droppt offiziell das Album, der Repress. Und an dem Samstag, ich schreibe es aber in die Kommentare, sind die Alben im Laden. Stückpreis 40 Euro, die sind in 2 Außenhüllen, die sind, jeder ist gewaschen, jede ist nochmal in einer antistatischen Master Sleeve Innenhülle verpackt. Also 40 Euro für die unterschriebene Fanta-Platte, nur im Laden, kein Versand, ich werde es nicht versenden. Auch mein allerbester Freund, dem musste ich auch sagen, keine Chance, ich lege auch keine zurück. Ist jeden anderen dann leider unfair gegenüber, der sich wirklich die Mühe macht, dafür aufzustehen oder anzustehen oder wie auch immer. Ich weiß nicht, was los sein wird. Ich mache um 13 Uhr den Laden auf. Um 13 Uhr sind diese Stücke im Laden bei mir erhältlich. Fragt, ich lege sie nicht aus, dafür ist es mir zu schade. Die werden hinter der Theke liegen und wenn jemand haben möchte, einfach Bescheid geben. Wie gesagt, 40 Euro, doppelt verpackt, damit da auch nichts schief geht. Es fallen nämlich hier und da manchmal Platten runter, den Kunden. Und dann könnt ihr euch eure sichern. Bitte, bitte nur eine pro Haushalt, also nicht irgendwie mit 5 Freunden aufschlagen und die dann verkaufen. Die Nummern, ich weiß, welche Nummern das hier waren. Das heißt, ich hoffe nicht, dass sie irgendwo auftauchen. Wäre sehr, sehr schade. Verhindern kann ich das Ganze natürlich nicht. Wenn jemand sich die nur holt, um zu verkaufen, leider so. Aber das sind die Regeln. Keine Holdbacks, nur eine pro Haushalt. 40 Euro, gewaschen, gereinigt, doppelt verhüllt, versiegelt. Da passiert nichts. 9 Stück kommen in den Laden. Und ansonsten, ja, ihr kennt das Album. Wenn es nicht autogrammierte, also Platten ohne Unterschrift werde ich auch da haben. Habe ich auch noch welche nachgeordert. Ich hoffe, die sind bis Samstag da. Sollten sie allerdings, Freitag ist der Release Date und da werde ich auch noch haben. Von der Soundqualität, wie gesagt, kein Unterschied. Pressqualität auch da wieder auf einem absolut hohem Niveau. Es gibt nichts zu meckern. Es ist eine schöne Edition. Ich hoffe, die wird sich auch sehr, sehr schnell verkaufen. Oder ich denke, die wird sich sehr schnell ausverkaufen. Und das, ja, also ich bin mega happy. Vielen Dank an die Jungs. Vielen Dank an das Management und alle, die da meine nervigen E-Mails ausgehalten haben. Aber ich halte es in meinen Händen. Ich habe es geschafft. 10 Stück für Basement 45. Mega, mega herzlichen Dank. Ich freue mich. Ihr habt jetzt die Chance, euch so eine Platte, wenn ihr wirklich Fan seid und die haben wollt, zu sichern. Wie gesagt, an dem nächsten Samstag geht's los um 13 Uhr und dann liegen die bei mir. Ja, das wollte ich euch zeigen. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwas wissen wollt oder einen Kommentar, schreibt es mir gerne unter das Video. Dann werde ich das beantworten. Ich kann es halt wirklich nur so machen. Keine Reservierung, geht nicht. Und ich habe es erwähnt, selbst der beste Freund, der sich eine reservieren wollte, verständlich, ja, aber da ist jeder gleich. Werde ich nicht machen. Das ist unfair den Leuten gegenüber, die wirklich vielleicht weit anreisen, weit fahren, um sich so eine Platte zu sichern, die vielleicht schon eine Stunde vorher anstehen. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind auch noch 5 Stück am Samstagabends da. Wer weiß. Ich kann mir nicht vorstellen, was das auslöst oder was es eben nicht auslöst. Vielleicht ist es ein ganz normaler Samstag und niemand interessiert sich dafür, aber wäre sehr, sehr schade. Denn Artikel, glaube ich, von den Fantas, von allen 4 signiert, nicht ganz so oft und dann noch zu einem richtig vernünftigen Kurs. Ja, also ich freue mich. Ich habe meine schon, ich habe sie schon gehört. Sichert euch eure am Samstag ab 13 Uhr. 9 sind verfügbar und ja. Das News-Video zu den Liechtenstein-Tapes. Danke nochmal an alle, die das möglich gemacht haben und wir sehen uns ganz, ganz schnell beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.